Weidmanns Heil vom Team Winz. Heute wollen wir mal unsere Outdoor-Küche vorstellen. Unsere gesamte Küche ist verpackt in diesem kleinen Beutel. Wir packen mal aus und schauen mal, welche Produkte sich hier drin befinden. Was man hier sieht, ist von der Firma BioLite der Campingkochtopf. Wir machen den mal auf und schauen mal, was sich darunter verbirgt. Weil wir haben hier drin verpackt von der Firma BioLite den Campingkocher mit elektrischem Thermogenerator, einer USB-Lampe, einem Ladekabel und einer Servierschale. Wie das Ganze funktioniert, möchte ich Ihnen einmal zeigen. Um den Campingkocher in Betrieb zu nehmen, verbinde ich einfach den Generator mit dem Kocher. Befülle das Ganze mit ein wenig gesammeltem Holz. Hier reichen schon ein paar dünne, trockene Zweige. Entzünde das Ganze. Ich lege ein paar kleine Äste rein und nach geraumer Zeit, in etwa 10 Sekunden, schaltet sich der Lüfter des Generators von selbst ein. Der Lüfter sorgt halt dafür, dass es eine optimale Verbrennung gibt, aber auch der Kocher nicht zu heiß wird. Wenn die Flammen bereits aus dem Kocher schlagen, habe ich die Möglichkeit, den Lüfter auch noch höher zu schalten. Nachdem der BioLite Campingkocher seine volle Leistung bringt, haben wir unseren Topf mit 1,5 Liter Wasser befüllt, um das Wasser jetzt zu erhitzen. Sollte in etwa 4,5 Minuten dauern, bis die 1,5 Liter Wasser zum Kochen kommen. Während wir jetzt unser Wasser kochen, können wir parallel dazu zum Beispiel unsere USB-Leuchte anschließen oder aber zum Beispiel ein Handy laden, eine Kamera laden oder ähnliches. Neben der Funktion des Wasserkochers haben wir auch die Möglichkeit, einen Grillaufsatz zu nutzen. Und zwar verpackt mit einer Schneideplatte, die man auch als Teller nutzen kann, haben wir hier einen Grillaufsatz. Ganz einfach. Aufgesetzt auf den Kocher habe ich hier die Möglichkeit, einen Grill zu benutzen. Natürlich sind diese Produkte nur im Freien zu benutzen. Es gibt Rauchentwicklung, die aber abhängig ist von der Trockenheit des Holzes. Wir haben die Zweige gerade frisch von einem Ast gebrochen. Es funktioniert, aber natürlich gibt es dann ein wenig mehr Qualm. Ansonsten mit trockenem Holz keine Rauchentwicklung. Um den Grill zu befüllen, habe ich hier oben eine Öffnung. Vorsicht, alle Edelstahlteile sind natürlich extrem heiß. Öffne ich also den Deckel mit einer Grillzange und kann jetzt bequem von oben weiter mit Zweigen befüllen. Schon nach kurzer Zeit ist die Grillfläche kochend heiß. Jetzt fehlt nur noch die Bratwurst und los geht's. Weidmanns Heil.